Zwischen Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen liegt Sachsen-Anhalt, mitten in Deutschland. Gegründet wurde es in seiner heutigen Form im Zuge der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Seine Geschichte ragt aber weit zurück in die Anfänge der deutschen Geschichte und spätestens als Ausgangspunkt der Reformation erreichten Städte wie Wittenberg und Eisleben auch historische Bedeutung. Davon zeugen heute 6 UNESCO-Welterbestätten. Kein anderes Bundesland hat davon mehr zu bieten. Und trotz seiner Bedeutung für die Kirchengeschichte, nirgendwo in Deutschland sind so viele Menschen ohne Konfession. Nur gut 15% der Sachsen-Anhalter gehören einer der beiden christlichen Kirchen an. Sachsen-Anhalts Bevölkerung nimmt seit Jahren ab. 2020 leben nur noch 2,2 Millionen Menschen im Land. Ein Grund dafür ist auch der geringe Zuzug. Mit nur gut 5% hat Sachsen-Anhalt einen vergleichsweise sehr geringen Anteil nicht-deutscher Bevölkerung. Ein anderer Grund ist die schwache Wirtschaftskraft. Mit 28.500 Euro hat Sachsen-Anhalt das geringste Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt im Ländervergleich. Auch die Lebenserwartung ist geringer als im Rest von Deutschland und beträgt gemittelt nur 79,5 Jahre. Bei der Landtagswahl 2016 hatte vor allem die AfD Grund zum Feiern. Mit mehr als 24% erreichte sie ihr bis dahin bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl. Auch das war ein Grund für die bundesweit erste Koalition von CDU, SPD und Grünen, die seither Sachsen-Anhalt regiert. Ob dieses Bündnis auch nach der Wahl regieren wird, ist völlig offen. Ebenso wie der Frauenanteil des nächsten Landtags von Sachsen-Anhalt. Aktuell sind es nur knapp 22%. Der geringste Frauenanteil in allen deutschen Landesparlamenten.